Ey, Digga, hast du den Shit? Hab ich den Shit. Ja. Yeah. Oh yeah, feinstes Zeug. Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. So, wir sind hier. Auf einem wunderschönen Parkplatz, wie man hier sehen kann. Mit ganz vielen Autos und so. Und wir haben uns mal was überlegt. Wir machen nochmal ein schönes Unboxing und haben uns ein bisschen was besorgt. Und einmal hier. Saxel Collection Tinbox Gedönse. Premium Collection Tinbox Gedönse. Fünfmal War of the Giants. Und zehnmal Battle Pack. Dabei ist auch noch der Axios. Servus! Yay! Und wir unboxen das jetzt einfach mal alles. Möchtest du anfangen? Er bringt was weg. Ja, ich fange an. Wir befinden uns hier auf einem Parkplatz, wo die Leute einen ziemlich blöder angucken. Ja, aber das ist voll peinlich und so. Ich fange jetzt einfach mal an. Wir machen mal mit dem ersten Tinbox. Jeder macht eine Tinbox. Mit der ersten Tinbox. Such dir eine aus. Wir haben die Tinboxen einfach mal ganz spontan gekauft. Was draufsteht, klingt ganz interessant. Und wir wollen einfach mal gucken, ob wir dann auch Glück haben. So, was haben wir denn drin alles? Eine ganz normale Box, dazu gehört eine Einsteigeranleitung. Eine mega sweet so, lange Einsteigeranleitung. Wie man sie sieht, ja. Mit allen neuen Regeln. Das ganze Pipapo gedünst, was keiner haben will. Naja. Dann haben wir hier ein Päckchen, des Weiteren nichts. Mhm. Ein Päckchen mit, ich glaube, 20 Karten. 15 bis 20 Karten müssten das sein. Und das packen wir jetzt nochmal aus. Packen wir es aus? Oh, ich bin so aufgeregt. So, mit dabei in Ultimate Rare haben wir einmal den Gagaga Magier. Sieht sehr schick aus in Ultimate. Ja, Ultimate, würde ich sagen. Dazu ein Ultimate Giga Brillant. Sieht natürlich auch schick aus, auch perfekt für unsere Nummerkarten. Ich hoffe, das sieht man in der Kamera. Ja, das sieht man ein bisschen. Dann ein Gagaga Blitz, ebenfalls in Ultimate. Ein Galaxieritter in Ultra, würde ich sagen. Ja, Ultra. Eine Lichtbeschleunigung, ebenfalls in Ultra. Oh, vielleicht kann ich die gebrauchen. Eine Nummer 61 Volcasaurier. Oh, schön. Auch schön. Nochmal ein Frostadon. Gagaga Rückkehr in Super Rare. Drei Sterne Trion, ebenfalls in Super Rare. Photonensatellit. Zubaba Brecher auch in Super Rare. Eine Nummer 56 goldene Ratte. Ja, super, hier Ring ist ja die Nummer Monster, ey. Ein Dimensionswanderer, auch in Super. Und eine Flaschenpost. Ja, schön. Eine Flaschenpost. Supi. Ja, ist doch gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen, die Ausbeute. Das wäre die erste Box auf jeden Fall. Super auf jeden Fall auch für unsere ganzen Nummerkarten. Ja, gleich drei oder vier Stück haben wir, ne? Wir haben zwar die ein oder andere schon, aber das tut ja nichts zur Sache. Kann man noch vertauschen oder selber behalten, ne? So, zum Schutz packen wir die Karten einfach mal wieder hier rein. Ja, wir machen das, wenn wir gleich in der Comic-Galerie sind, dann machen wir das gleich richtig. So, jetzt bin ich dran. Mit auspacken, und zwar der Premium Collector Edition. Das müssten auch 20 Karten sein. Also man sieht noch Original Konami-Gedönse noch drum und dran. So, hier haben wir auch so ein kleines Häppchen. Ich habe schon was erspäht. Ich habe auch schon was Wunderschönes erspäht. Alles ganz normale, einfache. Und da sind wir. Oh, schwarze Meteor B-Drache, meine Damen und Herren. Ist das nicht geil? So, auch hier haben wir wieder nichts. Alter, der ist so geil. Das ist eine Karte, die wir nie vertauschen werden. Das schwöre ich dir jetzt schon. Die kommt in unsere Special-Hülle rein. Die nicht vertauschbaren Karten. Boah, schwer vertauschbaren Karten. Richtig, schwer vertauscht klingt besser. Ich bin ein Kack-Noob. Er scheitert an der Folie.
Da kommt ein Auto. Und da ist das Auto noch vorbei. Wir unboxen hier! Ruhe! Ha! Ja, er hat es dann auch endlich mal geschafft. Oh, frische Karten fühlt sich so geil an, Leute. Ohne Witz jetzt. So, jetzt musst du darauf achten, dass es auch im Bild ist. Wir haben einmal den schwarzen Meteor B-Drachen in Super Rare. Spiegel der Unterwelt auch in Super Rare. Abscheuliche Spiegelritual in Super Rare. Meteor B-Drache in Super Rare. Photonsturm. Storm. Strom. Auch Strom. Super Rare. Gefallener Rosenengel. Süß. Dann Maschinenkanone. Ach nee, Maschinenwesenkanone. Auch in Super Rare. Gerümpel vorwärts. Super Rare. Und jetzt kommen Super Rare. Rosaria. Der stattliche gefallene Engel. Eieieiei. Photonenlindwurm. Nice. Ein Drache. Mhm, den gucken wir uns mal später genauer an. Photonenzuflucht. Kagemusha-Ritter. Auch ein. Das sieht jetzt aus wie Secret Rare. Ja, könnte man meinen. Elementarheld The Shining. Und Nummer 34 Terabyte in alternativen Artwork. Limitiert, erste Auflage, gedünst wie eh und je, erste Auflage deutsch. Ja, das sind diese hier. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache, allein da der Meteordrache schon mit dabei ist. Und den schwarzen Rotaugendrachen hat so gut wie eh jeder Mensch. Der Meteor-B-Drache. Also kann man sich diesen sogar eventuell ins Deck einbauen. Ja, würde ich auch sagen. Roter, schwarzer Drache und Meteordrache, nicht schlecht, auf jeden Fall. Gefällt mir doch ganz gut. Ja, dann packen wir das auch wieder, sicherheitshalber erstmal wieder zurück. Und kommen dann zu den Boostern, würde ich sagen. Und jeder zwei und dann abwechselnd oder wie? Ja. Also wir haben jetzt hier nur fünf. Mach du ruhig drei. Und dann mache ich zwei von den. So, geholt haben wir uns Battle Packs, War of the Giant. Oh, das, man kann Glück haben, eine Götterkarte draus zu ziehen, muss aber nicht. Aber scheißen selten, ey. Hier haben wir einmal ein Orakel der Sonne. Ein Aje Eisen. Aje Eisen? Top der Gier. Special, Rare. Photonenzuflucht. Und ein Schlaghieb. Meine Damen und Herren, da hat sich gerade was gemacht. Wir sind umweltbewusst. Und ich schmeiß das hier da rein. Den Mülleimer. Karten packen wir am besten mal hier rein. So. Genau, so. Drei drin. Rote Bettel. Oh, schön, dass sich öffnen lässt. Wünscht uns Glück, Leute. Wünscht uns einfach nur Glück. Einmal die Geburt eines Helden. Ein Axt-Drachonaut. Ein weißer Nachtdrache in Special. Ein Kampfgeist in Starfoil. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennt. Nee, es ist Trail hier. Und ein Gral-Schwerkraft-Axt. Schön, schön. Komm, ey, den lässt du mir. Den lässt du mir, Alter. Okay, kommen wir zum nächsten. Schön an YouTube ist, man kann sich so schön blamieren in der Öffentlichkeit. Ja, und trotzdem ist das total toll. Weil jeder damit rechnet, oh, das ist ein YouTuber. Schadenstor. Erinnert mich ein bisschen an diese andere Türkarte. Ninja Maestro Sasuke. Schlag mit voller Kraft. Schocktopus und Entkräftungsschild. Oh, Entkräftung. Das ist eine super Feinkarte, Entkräftung. So, jetzt bin ich dran. Wir machen das erste mit Obelisk. Es sollen die drei Götterkarten. Ich weiß nicht, ob wirklich die drei Götterkarten mit drin sind, aber logischerweise wäre es so. Wenn nicht, dann schreibt es mal, schuldet es mal in die Kommentare. So, Kampfausblender. Goblin Elite Angriffstrupp. Oh, schön. 4 Sterne, 2200, hat bestimmt einen Nachteil. Topf der Gegensätzlichkeit. Irgendwer findet das total cool, andere finden die scheiße. Keine Ahnung. Dann Ungeheuer König Barbaros. Die ist echt cool, Alter. Die ist richtig hammerhart. In Starfall vor allem, ne? In Starfall, ja. Und Miniaturisieren ist auch eine super Feinkarte, auf jeden Fall. Die müssen wir dann noch raussortieren. Dann halt noch Folie machen. Ist auf jeden Fall schön. Also Meteor B-Drache, auf jeden Fall eine schöne Sache. Super, perfekt für dein Drachendeck auch, ne? Ja. Schade, dass ich ihn nicht verwenden kann. Dracheneis. Dracheneis, hört sich auch schon mal super an wieder.
Das lesen wir uns alles später durch. Aber 5 Sterne für 1800, naja, weiß nicht. Goblin-Angriffstrupp. Krebons, braucht keinen Arsch. Seuchenverbreitender Zombie. Sehr gutes Empfängermonster. Und sehr gutes Empfängermonster. Shazam. Verbotene Lanze. Das war's damit. Das waren die Battle Packs. Fürs Erste. Die Dawn of War. Und jetzt macht mein Kollegchen weiter. Mit dem Battle Pack. Sehr gerne. Haben wir von denen schon ein Buch? Ja, davon haben wir schon. Brauchen wir nicht so sacht damit umzugehen. Ah, direkt. Ah. Ein dunkler Magier des Chaos. Ein Ryko-lichtverpflichteter Jäger. Ein Kettensägen-Insekt. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, die Batterie. Ein Makua, der Zerstörer. Und gemeinsam sind wir stark in Starfoil. Nice. Ganz nice. Gemeinsam sind wir stark. Eine der besten Ausrüstungskarten der Welt. Warum die noch nicht verboten wurde, weiß ich auch nicht. Rückstoßdrache. Zauberschild Typ 8, Cyberdrache, Stufenfresser und ein Grenosaurus in Secret. Nee, nicht Secret, Starfall. Starfall. Da gibt's kein Secret. Ich bin dran. Er ist dran. Ich bin dran. Jetzt kommen die guten Karten, würde ich sagen. Die habe ich dir schon alle vorweggenommen. Ach so. Boah, du scheiterst ja schon wieder. Ja, ich mach's halt spannend. Ich mach's halt mit Liebe. Das ist Absicht. So, Kreaturentausch. Auch mit dieser Special-Variante. Schattenzauber. Oh, schöne Feinkarte. Chiron der Magier. Nordisches Ungeheuer. Tannin-Gesinir-Gedöns. Und Königshai der Unterwelt. Schön, schön. Nicht schlecht. Sieht gut aus. Ein Fisch. Ein Fisch, Fisch, Fisch. Fischiger Fisch. Der stinkt. Aber doch eine gute Entscheidung hier, die Collection mal zu holen. Ja, nicht schlecht auf jeden Fall. Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, dass der Meteor-B-Drache da drin ist. Oh, schön. In der Special-Variante noch hier, also mit der eingedrückten Nummer. Nummer 17, Leviathan, Grabwinde, Jurassia Protops. Lauter Moskito. Coole Karte, schaut euch das mal an. Wie er grinst, ja, Alter. Speed und so. Und Schädel. Oh, Schädel und Erzunterwäldler, Blitz in Starfoil. Der ist was für mein Deck. Auf jeden Fall. Digga. Und ich bin wieder dran. Er ist wieder dran. Dieses Gefühl, dieses Geräusch, neue Karten aufzumachen. Das schönste Gefühl auf der Welt. Und da kommt schon wieder ein Auto. Drehen hier. So, dann haben wir einmal Seelentausch. Wundersames Erwachen, Insektenritter, starkes Insekt, Hyperhammerkopf und ehrgeiziger Handlanger. Starfall sieht interessant aus. Weiter geht's. Geht jetzt weiter, ne? Ich denke mal, zur Erhöhung macht jeder jetzt mal 3 auf. Müssen noch. Ein Superleiter-Tyranno mit Druckfehler, wie ich sehe. Nein, das ist ja mit Absicht so, oder? Aber hier. Achso. Egal. Magischer Abfluss. Ein Vampirlord. Sehr schöne Karte. Verwandlungskrug. Oh. Nice. Die ist böse, die Karte. Und ein Nexarion-Universum. Also willst du jetzt noch eins machen? Dann machen wir noch eins. Ja, machen wir noch eins und dann machst du die letzten 3. So, wir haben Besuch. Wir haben Fans, die hier gerade stehen. Fans. Hands. Oh, ein Sündenbock. Autonome Eingreiftruppe. Noch ein ehrgeiziger Handlanger. Solgar und verdrehtes Universum. Okay, nice. So, dann mache ich jetzt ganz schnell mit meinen 3, weil die Batterien nämlich langsam alle geht. So, letzten 3 vor diesem Monat auch. Im nächsten Monat erwartet euch wahrscheinlich ein komplettes Display. Hoffen wir es mal. Ich hoffe es auch. Mal denn. So, ach du Scheiße. Adreos, Hüter der Götterdämmerung. Oh, ein Exis für mein Deck. Ja, aber nice. Einsatz. Genverzerrter Kriegswolf. Nice.
Gagaga Magier, das ist doch hier der auf der Tinbox, oder? Richtig. Nicht? Ja, hier auf der Booster-Teil. Und erfahrener weißer Magier, den muss man durchlesen. Vielleicht ist das ja was in meinem Deck. So, vorletzte. Rhinosaurier, auch wieder mit Special-Aufdruck. Angebote der Verdammten. Kartenkavallerist. Wirbelkavallerist. Und Kartenkavallerist. Warum? Warum? Schön, sie packen die Karte zweimal einfach in einen Booster. Ja, warum nicht? Komm, wir trollen mal die Leute, die das hier kaufen. Fickt euch. Schämt ihr euch nicht, Konami? Schämt ihr euch nicht? Scheint nicht so. Ihr müsst hier drauf achten, nicht darauf. Ihr müsst gucken, was das Bild da ist. Oh, Harpien Federwisch. Harpien Federwisch. Buch des Mondes. Wächter Sphinx. Grußschildwache, schön. Und, super, man kann es auch nicht besser verschwenden, ey. Interdimensionaler Materientransport. Aber gut. Das sind die Karten. Und ich würde sagen, das war's auch schon. Wir haben ja jetzt nicht die Möglichkeit, jetzt mal alle Karten nochmal zu zeigen, die ganzen Special-Karten. Daher sagen wir jetzt einfach mal, das war's jetzt erstmal in dem Moment. Ich würde sagen, wir machen es Hälfte, Hälfte. Gut, ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, freut es mich. Ansonsten sieht man sich auch mal online. Tschüss! Tschüss!